Von den gleichen Gegner angreifen. Jetzt schieße ich einfach Das rum. Ja, ich hab die Liste noch da. So, ich glaube, ich kann mein Pet hier eh schon rufen. Ich der Grasshopper. Mr. Bertha, welcome to the party. Ich finde Bertha immer sympathischer. Ja? Jeder mag Bertha. Ich fange mal an. Ich gebe das erste Orb. Amphibian Assault. Fidi hat die 2, ne? Was? Fidi, du hast die 2, ne? Was hab ich? Ach so, er meint Warp 2. Ja, hat er. Wunderbar. Ich hab, glaube ich, meinen Warp Ring vergessen. So, wie kann man den vergessen? Das geht ganz einfach. Den legt man in einen Store rein, den man jederzeit öffnen kann. So, was nehmen wir denn da? Fidi, Skinny ist ein Ranger, auf den verwendest du Flurry. Ich taste. Boah, ich liebe Flurry. Was nehme ich noch? Celsius, Celsius. Flurry 2, bitch. Kann der mir Composure runternehmen, wer auch immer der ist? Na, können die alle nicht. Jetzt bitch, du refresh 3, Alter. Fuck yes! wenn du assisten willst, Fili, wenn du nicht weißt, welcher Gegner, dann mach assist auf mich, gell? Slash assist auf muss mich. Muss ich dich im Target haben und dann slash ja. Assist, ne? Ja. Ich muss grad schauen. White Mage ist Raude Wales Wooner. Also wir fangen wahrscheinlich wieder beim Mönch ganz links an. Fallstopper, ne? Der zuerst? Ja, genau. Soll ich hinten bleiben? Ja, auf Distanz auf jeden Fall. Ah, verdammt, das Benediction. Alter. ich glaube, ich habe nicht das optimale Viech zum Tanken. Das kann der aber nur einmal Benediction, oder? Ja, das kann er noch. Ich hasse Benediction. Ja. Hört sofort auf euch zu dispellen, meine schönen Debuffs. Wo geht er denn hin, Alter? Ich hab keinen Bock, Ranger. Go Power Rangers, do. Sucks.
jetzt dann, ey? Okay, wir könnten jetzt eigentlich den Weißmagier töten. Dadurch, dass er seinen Benedict schon verwendet hat, der ganz linke. Der Wald's awesome. Genau. No. Komm, ihr wisst, wen ich meine. Netto. Mr. Awesome. Mr. Awesome. Fuck Addiction. Sure. Einfach gleich zum nächsten weiter. Capacity Points. Ich hab 4000. Ah, so. So, das müsst ihr alles looten. Also, dieses, diese Patriarch Cane, die ist jetzt nicht wichtig. Die ist wahrscheinlich auch nichts wert. Der Wind Favel ist wahrscheinlich auch nichts wert. Der Icarus Wing ist einfach nur für TP, Instant TP. Und den Rest, ja, ich passe sowieso alles, mir ist das wurscht. Aber ihr beide braucht die Ramtails, also. So, beide die Ramtails looten. Void! Ja, so ein Hater. Und dann das Schicksal entscheiden lassen. Alter, okay. Die Runde hat aber ziemlich viel von meiner. Ich glaube, in der nächsten Runde nehme ich ein schwächeres Vieh. Ah, ein besseres Tankvieh, meine ich. Was ist das für ein Stab? Ist der gut? Ach, der ist nicht gut. Nee. Wofür sind eigentlich diese Boulder Cases? Wie gesagt, für die 119er Waffen und für ein paar andere Sachen. Aber hier dieser fette Galka in Ardolin, der verkauft Ram's Tail auch, ne? Ja, für Ding, ich weiß. Aber das ist ja, du brauchst für 10 Stück 7500 Punkte. Ah, 75.000 Punkte meine ich. Und kommt man so durch das hier schnell genug ran. Ja, du musst uns mit Warp 2 raushauen. Und wir müssen wieder hierher. Fuck. Ja. Na gut. Cooldown, wait for it, cooldown, wait for it. Immer ganz easy. Bruh. Bruh. Bleh. Was der Fidi jetzt über den Kristall, Elshimo ab und Dano Franco. Ich gebe nur ganz kurz meine Jobpunkte aus, bevor ich es wieder vergesse. Cappen die sich irgendwann? Muss man die ausgeben oder kann ich einfach alle sammeln und ganz am Schluss die alle ausgeben? Die cappen bei 500 Punkten. Okay. Es ist halt gut, wenn du sie am Anfang immer öfters ausgibst, weil es kommt immer so ein Punkt, wo du durch die Capacity Points, die ausgegebenen, dann erhöhte Capacity Point Prozente bekommst. Ah, okay. Das ja, geht 5. Ja, du bist noch ganz am Anfang. Ich brauche weniger als 100 Punkte und ich bin fertig mit der Klasse. Kriegst du diese tollen 3 Sterne. Ja, genau. Ich will die gar nicht haben, die sehen doof aus, finde ich. Ich habe erst gedacht, es wäre ein Weihnachtsevent gewesen, als ich das erste Mal gesehen. Das sagen nur totale Verlierer. Das ist jetzt schon klar. Nein, Sterne auf dem Kopf sind schön. Hat was. Nur die Cool Kids haben eine vollgejobbte Klasse. Ich weiß tief im Inneren, dass ich gut bin.
Du machst doch eh, bei 2000 hast du alles unlocked und bei 2100 kriegst du nur noch die Sterne, aber nichts mehr extra. Dann kannst du kriegst bei 2100 das extra, dass deine 1-Stunden-Skills 15 Minuten kürzer brauchen. Also brauchen nur 45. Das brauchen doch nur Loser. Sagt der Typ, der was die ganze Zeit hinter mir herleacht, Alter. Bitch, Alter. Ich bin mir für nichts zu schade. Nee. DirectX 8, ey. Echte Kerle warten 2 Stunden auf die 2-Hour. Ja, schon. Genau. 105 brauche ich noch. Also 105 nicht genau. Oh Gott, das wird so geil. Oh Gott, das wird so geil. Ich kann es schon in mir spüren. Ja, wenn nächstes Mal Dings ist, Experience Points Event oder so, kriegst du mehr, ne? Das Gefest. Läuft jetzt auch noch immer bis zum 31. hin nur so. Ja, sehr schnell. Noch vor deiner Arbeit. Das mache ich heute noch. Für mich gibt's keine Zeit mehr zum Warten. Schemo ab. Ja, mein Freund, bald beginnt der Ernst des Lebens für dich. ÖPB ist eh nur rumsitzen, oder nicht? Ah, da, wo ich jetzt hingehe, leider nicht. Ist ein Projekt, muss fertig werden. Das würde ich sagen, ja. Sofort in der Arbeit Final Fantasy 7 am Emulator spielen am Handy. Ich hab schon damit angefangen, also muss ich es auch beenden. Haben die irgendwas gesagt, wann es rauskommt? Was? Der Remake? Alter Vieh, die ist Naruto. Der sitzt auf einem Riesenfrosch. Hast du nicht Naruto gesehen? Also so. Ja. Mir sieht das besser aus, weil das Kostüm dazu passt. Gut, einer von euch beiden muss bitte sein Orb gegen die Tür traden. Ladies first. Okay. Welche Schwierigkeit hast du? Oh, difficult. Difficult. Dann machen wir difficult. Mach mal Cosmic Orb. Dann gehst du auf Amphibian Assault Figi. Ja. Und dann auf difficult. Wird aber jetzt ein bisschen länger dauern, weil das Pet kann zwar besser tanken, aber nicht gut Damage machen. Das ist auch viel hässlicher. Ey. Soll das heißen, ey? Ich glaube, das weiß, dass es hässlich ist. Ist der Cool and Clear Record auch für Difficult, der da steht? 1 Minute 46. Der gilt für alle Records, das heißt, es könnte very easy gewesen sein. Ich wollte gerade sagen. Da war sicher keiner auf Very Difficult in 1 Minute 40. Und Fidi, wenn du den Gegner, was wir angreifen, debufft hast, kannst gerne auf den Magie zaubern, also soll ich nicht. Ja, ich spucke. Fangen wir Monk an. Jo. Monk. So. Fall Stopper. Jo. Hab ihn eh schon im Target drin. Ich kann schon angreifen, ne? Ja. Ja, ich hab eh Assist gemacht, aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob du da irgendwelche Mätzchen machst oder ob das schon der Serious Gegner ist. Vielleicht muss ich sterben.
Pass auf, bei 10% wieder Benediction. Na, das geht diesmal nicht, weil Bertha hat der Damage auf den Weißmagier Freak gemacht. Jetzt kommt der Damage hauptsächlich von uns. Oh mein Gott, Alter. Das passiert mit Leuten, die keine Job Points haben. Ich hab das gespürt. Wirklich? In mir. Ich schwöre, der war in mir. Oha, ich hab keine MP mehr. Wir werden alle sterben. Kann ich converten oder ist das Fail? Kannst du mich machen, aber geh auf Distanz. Ja, bin ich. Apropos, halte ich hier. Boah, da kommt schon angerannt. Hat mich zu Panik bekommen. Refresh 3 hat aber eine ekelhafte Recast-Zeit. Naja. Wie viel macht das? 9? Per Tick. Steht da nicht. Gradually. Ich mach mal was. Ich mach mal was. Ohne zu sterben. Ja, vergiss halt nicht deine Skills zu verwenden, die was weniger Hate aufbauen und so, dann ist halt leichter. Ja, wen machen wir jetzt? Ich mach mal einen Dragon. Das ist der River Sleeper. Blau. Okay, den mach ich auch. Abilities, was habe ich denn für Abilities? Das nächste Mal gehen wir wieder auf normal rein, das Problem ist, es dauert zu lange. Ah, Quelling Strike ist glaube ich einer von denen, die was deine Hate reduzieren. Ich meine, du hast da einige, die wirst das können. Bestimmt Merits. Abilities. Du hast noch nicht mal Merits auf der Klasse. Nö, ich hab mir die Merit Abilities noch nicht freigeschaltet. Den Rest hab ich fertig. Warum schießt der jetzt nicht? Also. Ich hab mir gedacht, Hate pull ich eh nicht. Diese blöden Spiel. Ich hab da erklärt, wie das bei Ranger läuft. Ja, ich hab Accuracy gestackt. Wie du es gesagt hast. Kann ich eigentlich auch mit dem toten Gegner Traktor zaubern? Ja. Wollte ich ihn gerade angreifen? Jetzt kann ich ihn nicht angreifen, weil ich bin gestunt und kann meinem Viech keine Befehle geben. Sonst wie ich sterbe, ja? Nice Game Walker, nein! Ich hab Shadows. Okay. Jetzt darf der mich 50 Sekunden nicht angreifen. Stehst du halt in gefährlicher Nähe, aber. Wer ich? Meine Perfect Range ist 10,5. Oder haben das wieder geändert? Keine Ahnung. Ich hab nochmal einen Ranger-Guide, aber es war ein älterer. Da waren diese ganzen Ranges ab, auf welcher Ranger wie viel Prozent hat. Ich hab seit einem Jahr lang nicht mehr Ranger gespielt, also. Ich mach jetzt gleich einen Rappen-Skill.
Gesundheit. Crunchblower. Mhm. Steht aber Crunchblower. Ich weiß. The Internet has ruined me. Schau. Da war der Wunsch der Vater des Gedanken. Komm, Apururu. Ah, der Taro ist super. Ja, aber den tausche ich wahrscheinlich bald ein gegen einen Geomancer. Echt? Jo. Kann man die eintauschen? Ich hab gedacht. Naja, ich gehe einfach eine andere Unit. Das habe ich auch nicht so ganz gerafft mit den Unities. Ich bin froh, dass der mich heilt. Und das reicht mir. Das hat aber was mit diesen Waffen zu tun, den Zusatzpunkten, ne? Hä? Mit der Unity, in welcher du bist. Achso, das Ranking, ja. Hat das denn sonst so einen Vorteil, oder? Je besser das Ranking, desto besser ist das für die Ausrüstung und für die Waffen natürlich. Nein. Leben haben, der weiß man noch. Das ist noch gar nicht ready. So. Ein paar Cola. Waves Wuna. Ist das jetzt der White Mage? Mhm. Lass mich raten, ich kann ihn nicht silenzen, weil es in deinem M ist. Naja, silencen könntest du ihn vielleicht, aber es bringt ja nichts. Benediction hat ja nichts mit Silence zu tun. Das ist der Job Ability. Ich hasse Benediction so sehr. Vielleicht vergisst er das zu nehmen. Rau ist petrified. Mein Break ist durchgegangen, Leute. Ein Scheiß. Ja, aber war Magic Birth. Egal. Nee, oh nein! Jetzt hängt dieser ganze Scheiß schon wieder von vorne an. You wanna fuck with me, Alter, hat sich mein Schwert. Wahrscheinlich geht's gleich los. Miss, 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 miss. Nix da. Ja, das ist mit Tankpads auf Difficult. So. Immer lieber wieder normal. Auch wenn die Capacity Points schön sind. Einmal so eine Kiste ist ein Job Point.
Ja, stimmt. Außerdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass wenn ich normal mache, in der Treasure 4 Chapters drin sind, aber dafür als Reward 2 drin sind. Jetzt sind es dafür in der Treasure 3, aber als Reward auch nur 3. Guck mal, da ist ein Damascene-Klos für Fidi drin. Ja, voll Fidi, kannst gleich looten. Ja, du lootest sowieso wieder alles, Fidi. Ich geh kurz pissen. Warpus. Aber nicht die Lanze, oder? Na, die scheiß Waffen und sowas nicht. Dann nehme ich die Lanze, wenn die keiner haben will. Oder willst du sie haben, Fidi? Nee. Ich level bestimmt den Dragoon noch. Ich loot alles außer die Lanze. Gut, ich pass alles außer die Lanze. Brauchst du nicht Ramtail auch? Erst so dein Orb, dafür lohnt ich ja die ganzen Sachen von meinem Orb. Dann so. Passt das wieder. Und Fidi und ich, wir haben sowieso mehr als genug Orbs. Ich habe auch noch 280 oder so Crests. Lächerlich, Alter. Ich glaube, wenn ich alle meine umwandle, habe ich 1 Million. Was willst du damit? Ein Haus aus Crests bauen oder was? Die gebe ich nur mal zum NPC und fertig. Ah, jo, ist der Treasure leer? Nein, ist noch nicht leer. Was habe ich vergessen zu passen? Achso, ich muss noch alles passen. Fuck, Alter. Meine UAs sind auch wieder gecapped. Kommt noch irgendwas anderes? Ich hätte euch alle rauswarpen können, nur ich bleib noch drin, dann ist der Treasure meiner. Achso. Also der Treasure ist eh deiner. Na passt, Warp 2 wieder bitte. Und wir kommen noch einmal her und dann müssen wir uns neue Orbs besorgen. Aber davor werden wir wahrscheinlich dann noch was anderes machen. Fidi, wie viel Ramtail 1 Chapter hast du jetzt da? Ich guck gleich. Aber dann kannst du gleich den ersten Upgrade machen. Ja, wenn er 10 hat, kann er den Hut schon upgraden, ne? Weil er hat letzte Runde 3 bekommen, jetzt 3 plus die 3 von dem, na, wahrscheinlich erst 9. Ich hab 8. Was? Ich hab 8. So. Sag an, Fidi, wie viel Schaden? Ist leer mein Inventar im Moment, 0 von 60. Weil er noch lädt. Ist aber schlecht! Heck! Ich glaub, wir haben letztes Mal keinen Treasure gekriegt. Ramsdale Chapter 1, 10 Stück. Okay, dann können wir gleich das erste upgraden. Geh zu Monisette hin, Fidi. Im Port, ne? Ja. Monisette Alouette. Fuck! Und in der Zwischenzeit noch ein Orb. Schon bei Monisette? Ja. Der gibst du jetzt dein Red. Also mach mal ein Trade-Fenster mit dir auf. Ja. Und da legst du jetzt rein deinen Red Mage AF2 Hut, also den Duelist-Hut. Ja. Das Griffenheit. Eins. Ein Griffenheit. Ja. Eine Phönixfeder. Phönixfeder, ja. Und deine 10 Ramtails Chapter 1. Alle 10. Ja, das war's? Ja, dann drückst du auf OK. Dann sagt sie, oh, thanks. Dass du ihr eigentlich das bringst, was sie von dir verlangt hat. Blablabli, blablablub. Und morgen... Moment. 10 copies of Ramtails Chapter, got it. That makes a total of 10 that I'm holding for you. Der soll. Nicht den AF2 Head, den AF Head, oder? Ah, den AF2. Ich will, dass er der AF2 upgrade. Jetzt hast du die Ramtails genommen. Ja, dann holst du die Ramtails wieder. Ah, anscheinend ja. Haben wir da irgendwo gerade. Achso! Bockmist. Ja, natürlich, du. Ja. Falscher NPC gerade im Moment. Könntest aber M Silver Pieces jetzt auch kaufen. Ich kann alle 10 abheben, ne? Geh zum Auktionshaus hin.
überspringen wir mal den Part, wo du XP sammeln musst. Unten war das, ne? In dem Gerät. Ja. Wo du gerade herkommst. Im Gerät, Alter. Braucht er nicht noch einen M Silver Piece? Zwei braucht er. Für. Zwei? Ja, der nur den regulären Hut, ja. Ist ja wurscht, 390.000 pro Stück. Gehst auf Adas. Oh, puh, was war denn das? Misk 3, glaube ich. Ja, voll. Ja? Das sind aber keine M-Silver. Oh ja, da, M-Silver Piece. Da sind 37 Stück von diesem M-Silver Preis. 390.000 kostet das höchste, also das letzte. Schau mal, ob du das vielleicht für 350.000 kaufen kannst. Ja. Das wirst du zweimal brauchen. Ich hol mir dabei wieder einen neuen Orb. Ist das Duelist Set Upgrade besser als das AF Set? Für ein Red Match? Es ist situationsmäßig. Aber das Duelist Set ist allgemein besser. Ich wüsste jetzt davon vom Red Match AF, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was irgendwo so gut ist. Das kommt auf die Augment Stats an, die habe ich mir jetzt nicht alle angeschaut, aber. Es soll einmal beide machen, gut aus, fertig. Aber der Head, der hat Regen, ne? Refresh. Sehe ich gerade. Das Suit. Also der hat auch Refresh und der AF Body hat auch Refresh. Steckt sich das? Das verwendet er sowieso nur zum. Das Set, was er jetzt macht, soll er nur für gewisse Situationen verwenden. Nicht als Dauerverwendung. Ah, ich werde zum Gimp-Red-Match, ich brauche Dauerverwendung. Ja, cool, dann upgrade ich auch den AF2-Hut und den AF-Body. Dann mache ich den, dann lasse ich den AF-Hut. 390 ging. Ja, dann kaufst du nochmal für 390. Geizige Leute und so. zwei Stück brauchst du davon. Ja, hab ich. Teuer wird es dann, wenn man anfängt, das AF2 von 109 auf 119 abzukühlen. Ah, dann geh wieder zur Monisette. Trade ihr das, was du gerade traden wolltest, inklusive den 2 M-Pieces. Ja, ich habe auch die Ramp-States wieder abgehoben, quasi. Ja, na passt. Also ein M-Piece, ne? Erstmal nur. Alle beide. Beide? Ja. Lefuk. Ja. Was war das noch? Phoenixfeder. Phoenixfeder, Griffinhide, Hut, Ramstale Chapter 10. Mal 10 und die 2 M Silver Pieces. Ja. Das ist jetzt da nur für heute, dass wir das machen mit den M Silver Pieces. Das nächste Mal machen wir das mit den XP. Thanks for actually bringing what ja, I told genau. you to. Und jetzt gehen wir wieder zu Den of Ranker. Ach, und für das zweite Upgrade brauchst du dann die 6er Rams, so ein Pilz-Tool und ein Grabbart-Horn. Ja, und das eins von diese Dinger, diese Horns oder so, wo kommen die her? Aus Delph? Na, aus Delph? Oh ja, aus Gabrimf. Gabrimf-Horn ist, glaube ich, Delph und irgendwas anderes. Ah, die sind hauptsächlich teuer, ja? Delph, ja. Weil das ist 600k wert oder so, ja, ich weiß, weil ich mache ab und zu Totschild, da droppt das Horn. Und ja. Okay. Umso seltener die Leute anfangen, sowas zu machen, umso schwieriger wird es natürlich, an sowas ranzukommen. Ihr könnt froh sein, ich habe für mein Beastmaster F2 habe ich die Havas Mail gebraucht. Das ist ein Void Watch NM und das macht fast keiner mehr. Die da hat ein Stück 2 Millionen gekostet. Das heißt, ich habe 10 Millionen fürs ganze Set ausgegeben. Du hast es ja. Ja, genau. Und wie mache ich das, wenn ich dann keine 100er Coins bezahlen will, sondern das mit den XP machen will? Dann gehst du zu den Augment Moogles rauf, zu den Magic and Trial Moogles, gibst ihnen das Equipstück und er sagt dir, was du ihm bringen sollst. Und dann sind das eigentlich die. Was will denn der da immer von dir? Diese Step-Teile und Touch-Teile, diese Forgotten-Items aus Dynamis. Ah, okay. Da will er dann 50 Stück haben, dann gibt er dir einen +2-Gegenstand, aber einen, der was noch nicht augmented ist. Und den musst du dann XP sammeln.
bevor du ihn auf 109 bringen kannst. Das, was Fidi jetzt macht, jetzt kriegt er direkt ein 109er Stück. Ah, okay. So, du kannst uns schon reinwerfen. Ah, ich bin dran. Aber diesmal bitte auf normal. Das war mir zu stressig auf Difficult. Zu viel heilen für mein Pet. Trade. Warp. 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 Ambien Assault war das, ne? Amphibien Assault. Ne? Jo, ja, genau. Arabian Assault. Normal, ne? Jo. Call of Mahadonigor. Oh, schnelles Benediction. Mhm. Ja, ist doch egal. Umso schnell geht der Fight, ne? Ja. Ja, das Problem ist, das Viech, was ich da verwende, das rufe ich eigentlich nur alle 20 Minuten, weil das kostet mich 180.000. Hm. Das beschwöre ich eigentlich nicht, wenn ich es verbrauche. Ich bin noch gar nicht fertig mit Debuff Nashing Down. Ja, 10 Chapter 1 brauche ich jetzt noch für Fidi. Wie viel brauchst du noch, Skinny? 2. Okay. Das heißt, dann, nachdem habe ich meine. Ja, dann lass halt die restlichen aus dem Treasure, wenn sie es nicht unbedingt brauchst bei Fidi. Aber ja, dann braucht man den Kampf direkt nur mal einmal machen. Das können wir machen. Das heißt, Fidi, du lootest das, was in der Kiste drin ist, diese Ram Tails. Ach, haben wir 4 gekriegt. Ja, deswegen sage ich ja vorhin, wir bekommen 3 als Reward und 3 in der Kiste. Aber wenn wir normal machen, bekommen wir 4 in der Kiste. Kann aber auch sein, dass wir nur 2 bekommen, aber. Ah, okay. Es kommt doch selber hinaus, das ist ja das, was so Bullshit-mäßig ist. Ich check nochmal gerade, ich habe jetzt 10, ja. Ich brauche noch 10 für den Head, ja. Na, da warst du, ich passe mal den Rest, weil ich brauche das alles nicht. Fidi, das was da drin ist, diese Dinge außer den Ramtails, die brauchst du auch nicht. Earth Carol ist ganz wichtig. Ja, wirklich. Ganz, ganz wichtig. Fidi, du lootst die Ramtails, ne? Bin dabei. Ja, da passe ich die. Wer hat jetzt traded? Du, Skin? Ich hab. Ja, noch, ja. Okay, ich hab noch einen Ort mit, das heißt, wir gehen jetzt noch einmal rein. Das sollte dann für Fidi auch wieder ausreichend sein, ja, ja. Wie viel braucht er denn? Wieder 10. Er macht das AF2 und das AF3. Ah, okay. Das 1er lasse ich jetzt mal aus, das schaue ich mir noch an. Ich bin jetzt kein Redmage-Spieler, aber ich glaube, das 1er ist nicht mehr so notwendig heutzutage. Außer für gewisse Situationen. Okay, Fidi. Teleport! So,
Seid ihr alle da? Recast, recast, recast. Wait for it. So, jetzt kann ich auch meinen Orb droppen. Ja. Also behindert, ey. Könnt ihr gleich wieder direkt. Oh. Danke, Franco. Badabadabibabababu. Ja, schon. Oh, was nehme ich die Runde für ein Pet mit? Blackbeard Randy? Höchstwahrscheinlich. Fällt jetzt kein guter anderer ein. Ich hab einfach nur irgendwas gesagt. Wer ist er mit dem Tiger? Ja. Blackbeard. Ja, nehme ich mit. Bei dem was awesome ist, wenn du in der Schokoladenverpackung gedacht hast, die wäre leer, aber so in der Ecke ist noch ein Stück. Wirklich, Mann? Für Fidi ist das Leben auch wie eine Pralinschachtel, Alter. Mama hat mir immer gesagt, das Leben ist wie eine Pralinschachtel. Chocolate perhaps. Chocolate perhaps. Was sind Pralinen, ha? Huh? Kennst du das nicht, dieses man weiß nie, was man kriegt, und dann ist da dieser Neger, der so komisch guckt. Chocolate perhaps. Ach so, das war so geil. For the blocking. Wozu Emi Itchy? Itchy. Chicky Itchy. Itchy and Scratchy Show. Gibt's auch Wozu Emi Scratchy? Schon. Hab grad mal Flurry auf Skinny gezaubert, das hätte ich kaum schon vorbei. Wieso sind die vier gerade so auszuckt? Wen töten wir denn? Ja, den Mönch, so wie immer. Ja, ich bin ja auf dem Mönch. Die Viecher sind gerade auszuckt, deswegen hat es mich gewundert. Ich dachte, wir hätten heimlich den Plan geändert. So bin ich der was kassiert gerade im Moment. Das ist das, was ich nicht verstehe.
Der Dragoon? Jetzt. Mhm. Okay. Der Tiger hat keine AOEs, ne? Er hat Kona-Angriffe. Aber die sind wirklich nicht sehr groß. Deswegen verwende ich einfach nur die Single Attacks. Machen den besten Schaden. Wirklich Wufang? Ja. Er bleibt leider übrig. Praktisch Showstopper. Shadow absorbed by Skinwalker. Kein Benediction rauskriegt. Le Fakt, ey. Ja, 4000 Sidewinder, dann nochmal 2000 Detonation. Looter mal die Chapters, Fili, und sag mir, hast du jetzt genug? Ich habe jetzt nicht wirklich mitzählt. Ich habe jetzt 10, jetzt habe ich 11. Okay, hast deine 10 Stück. Jo. Okay, passt, das war das Wichtigste. Lass uns gucken. Ganz easy, ganz easy. Na gut, dann warten wir uns mal raus, Fili. Was brauchst du jetzt noch, Skin? 5 Zweier und 8 Siebener. Zweier brauchen wir, okay. Na dann gehen wir Zweier sammeln. Zweier waren auch Orb, ne? Jo, wieder Orbs holen bei Charmy. Der Rechte. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der Rechte. Das geht hier genau aus. Du musst jetzt erst einen Orb droppen, oder wie war das? Ja, den Orb, was du jetzt noch bei dir im Inventar hast, kannst droppen. Sobald du den einmal traded hast, ist er wieder nutzlos für dich. Warum geht der nicht von selber weg? So nicht. Das frage ich mich schon seit 10 Jahren, ey. Wir müssen dafür in den Throne Room. In der Gegenwart. Bin ich froh, dass ihr alle dafür, glaube ich, den Teleport habt. Warst du ja, das hier? Nicht vergessen auf jeden Fall. Ding holen. Nicht das Ding vergessen. Den Orb. Wieder den für 20, ne? Jo, genau. Was soll ich euch mal sagen, wer so cool ist und den Kristall da schon hat? Ja, ich hab ihn auch. Ich weiß nur gerade bei Fili nicht. Dieser Weg dahin ist so ätzend. Ich weiß, dass er die Vergangenheit hat, aber ob er die Gegenwart hat, mal gucken. Wenn's den Orb hast, Fili, schau mal zum Kristall auf Valedonia. Und schau mal, ob du Throne Room hast. Beziehungsweise, es heißt nicht Throne Room, es heißt Castle, Saval, Keep. Nicht Baylis, sondern Keep. Ah, Baylis ist voll lecker. Nein. Ist es nicht. Schmeckt voll komisch, ey. Nein, das macht voll komisch, du verwechselst das.
das Zeug, was man anzündet, sich dann in die Fresse kippt und dann brennt der ganze Kopf. Nein. Nicht? Baileys brennt nicht, oder? Das ist Sambuca. Sambuca? Okay. Ich kenne mich nicht aus, ich trinke nur Bier. Davon 20. richtig viel. 20 Crests, ne? Ja, genau. Ja, ja. Den wir eben auch hatten. Immer die 20er. So, jetzt aber, was war das in der Region? Ah, Valedonia. Valedonia, schalalalala. Okay, zweite Seite wahrscheinlich. Na, erste Seite. Ist übersprungen. Valedonia Front. Nein, geh zurück auf die erste Seite. Schwanzlutscher. Erzähl mir nichts erst, ich kenne mich aus. Oder beziehungsweise Valdeonia, so heißt es genau. Ich hab nichts mit V auf der ersten Seite. Hast du schau mal zu Kolschuschu. Kolschuschu. Kolschuschu hab ich. Maurer. Darunter hast du V. Unter Kolschuschu hast du Vorangadi. Da hab ich Vorangedi, aber mit F. Vorangadi. Und ja. Darunter hast du Valedonia, oder? Verfickte Scheiße, Alter. Okay, dann geht zum Buch hin, Fidi. Wir gehen zum Throne Room. Ich bin ja mal eine halbe Stunde AFK. Ja, wirklich, Alter. Fuck! Was hast du eigentlich gemacht, als du mir die Kristalle geholt hast? Alter, deine Schwarze, Alter. Was ist mit dir? Überall war ich mit dir in ganz Wannertin. Und dann ist da eine Zone, wo ich nicht war und ich werde gleich gefickt, Alter. Fotze, Alter. Fotze, Fotze. Doppelfotze. Ja. Triple Fotze. Ich geh gleich auf Follow und eine rauf. So, auf jeden Fall Buch Valedonia. Ah, Valdeonia. Saruta, Baruta. Ich sag, ey, da steht schon wieder Agirios. Agirios. Wieso hat sich der umgedannt? War das nicht mal ein Taru? Nein, Avalon war kein Taru. Das war wer anders. Aber war kein Taru. Der war immer schon jung. Ja. Aber war ja mal auf dem Camp, oder? Da in. Da wo wir campen waren, oder? Bei dem Camp, da wo wir campen waren. War das nicht der Vater von Zaya? Nein, was? Nein. Das war, wie hat er sich nochmal genannt? Ja, war auch was mit A, oder? Ja, aber. Aurean, ne? Ja. Aurean, stimmt. Na, aber der Avalon war ja mit dir mal mit Fidi, oder? War das ja aus Amigalo? Ich glaube nicht. Das war der mit dem paar... Der hat ein bisschen mehr Pickel gehabt, oder? Aber nee. Aber war etwas korpulenter. War das der, den ich im Outro vergessen habe? Ich habe alle genannt, aber den habe ich vergessen. Den hast du vergessen. Der bei mir mitgefahren. Den hast du vergessen. Ja, der ist mit dir mitgefahren und den hast du vergessen. Genau der, aber... So, Fidi, hast du... Weil... Die Aonia... Ja. Sehr gut, da war Bad Castle zwar Baileys. Castle zwar Baileys. Da müssen wir zumindest nicht so weit gehen. Wieso muss ich das jetzt tun? Das ist, weil du vorher schlampig gearbeitet hast. Ja, wirklich, Alter. Bei der Vorbereitung. Alles holt mich immer wieder ein, Alter. So, da müssen wir jetzt aufpassen bei dem Kampf. Das ist der Kampf mit böse Astral Flow. Ach, der ist das. Ach, der, ja. Das heißt, ich lasse mein Viech antanken. Einmal mache ich einen Angriff und danach greife ich gar nicht mehr an. Dann killen wir die anderen drei Viecher und wenn die down sind, schicke ich mein Viech ganz in die letzte Ecke und das Viech tötet das Ding alleine. Oder wir warten zumindest, bis Astral Flow kommt. Nur ich sehe das von ganz hinten nämlich nicht. Haben wir einen Re-Race-Pin dabei? Dann kann Fi den benutzen und zur Not Re-Race nehmen und Tractoren. Ja, ist nicht so tragisch. Du müsste noch eine Gorget haben. Ja, eine Gorget noch von mir. Aber ich lass gar nicht so weit kommen, dass uns das Viech tötet. Ich schicke das weg mit meinem Pet und... Dein Wort in Gottes Ohr. Das klappt bestimmt. Das klappt immer! Was ist mit euch los, Alter? Fuck, Alter. Ich bin Beastmaster, ich kenne mich aus. Und dieser, ey, ohne Scheiß, dieser Avalon-Typ spielt wieder, oder was? Mhm. Ja, klar. Ohne Scheiß, der wohnt ja hier direkt einen Ort weiter bei mir. Der wohnt in Dortmund. Ja, das ist umgezogen. Nee, Alter, hat er immer schon gut. Wir reden, glaube ich, von zwei verschiedenen Leuten. Den Typ, den ich abgeholt habe, den ich im Outro vergessen habe, der wohnt ein Dorf weiter.
Ich glaube nicht, dass das Ava war. Ava war mal mit in Österreich, oh ja. Da warst du aber nicht dabei. Nein, nein, der hat Ava mitgenommen. Das ist der etwas dickere gewesen. Der war nicht dick, der hatte zwar Pickel, aber der war nicht dick. Ich kann mich nicht mehr. Ah! Nee, dann war das wer anders. War das wer anders. Dann war das wer anders. Aber der Thread ist noch da im Forum, wo es darum ging, dass aber ich den vergessen habe. Dann wollte ich das Intro neu machen und dann sagt er, nee, passt schon. Und dann hat er noch dieses Bild gepostet, wo ich 10.000 Mal drin bin. Kann mich nicht mehr erinnern, ey. Hat so eine Fotomontage gemacht. Da, wo wir bei dem Camp alle ums Feuer stehen und dann, wo ist eigentlich Fidi, wo ist eigentlich Fidi? Und dann kommt im nächsten Bild so einer, eine Montage mit 50 Gesichtern von mir. Kann ich gar nicht erinnern. Ich kann mich an nichts anderes erinnern, außer dass das Efrei die ganze Zeit irgendwas Brennendes ins Lagerfeuer gehaut hat und dann Lacrima auszuckt ist. Ja, dann ist sie rausgekommen, hat alles zusammengeschissen. Nicht euch, ihn! Ich bin aus dem Zelt rausgegangen, weil ich mir dachte, wer ist da noch draußen? Ich chill noch kurz draußen in der Runde. Auf einmal ist Efrei und haut die ganze Brennspiritus ins Lagerfeuer. Der hat irgendwann angefangen, Plastik zu kaufen. Der hat da Plastik reingeworfen. Das ist voll der Mongo. Da ist sie voll ausgerastet. Was habe ich da in dem Moment gemacht? Ich habe das kaum mitgekriegt. Du hast geschlafen. Es waren dann draußen, Efrei war draußen, ich war draußen, irgendein anderer war noch draußen. Also ich war Zelt. Der, was du mitgenommen hast, Fidi, der war auch noch draußen. So, zack. Aufpassen, nicht zu weit runterjumpen, gell? Bist du ganz runterjumpt? Ja, aber mit einem Jump. Du Ficker! Jetzt müssen wir da wieder zurückrennen, ey. Aber nur mit einem Jump. Ja, es ist schon Video. Zum Glück habe ich alles auf Video. Jetzt wäre da runtergesprungen. So richtig ein Hechtsprung, Alter. Ganz langsam sollst du dann runter. Ja, du warst schon weg. Ups, und dann war ich auch schon weg. Und dann, oh, musst du aber langsam springen, ne? Fuck, Alter. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Am Donnerstag läuft Hateful Eight an. Da guckt ihr einer von euch. Wer ist Hateful Eight? Der kommt schon. Ist der schon fertig? Donnerstag. Keine Ahnung, um was geht. Neuer Tarantino, oder? Jo, der neue Film von dem. Wird bestimmt gut. Ich habe letztens gesehen The Ridiculous Six. Ridiculous Six? Ich habe ehrlich gesagt nie so auf Tarantino-Filme geachtet. Ich habe sie mir zwar angeschaut, aber es ist jetzt nicht so, als wäre ich ins Kino gegangen wegen dem Typen. Du gehst doch wegen den Filmen ins Kino. Der beste, ja, aber weil... Keine Ahnung, anscheinend stehen manche Leute genau auf, dass der den produziert hat. Also der macht gute Filme. Ja. Pulp Fiction oder Kill Bill ist auch von dem. Muss aber sagen, die einzigen Filme von dem, was mir gefallen ist, wie hieß der nochmal? Wie hieß der nochmal? Scheiße. From Dusk Till Dawn, ja genau. Und Pulp Fiction, das sind so. Ja, Kill Bill doch auch, oder? Na, Kill Bill hat mir nie so gefallen. Das macht zu langweilig, der Film. Da war mir zu wenig Action dafür in dem Film, dafür, dass es eigentlich so brutal zugangen ist. Außer der zweite Teil, wo es mit den Chinesen zugangen ist. Das war die einzige Action. Gut, ne? Inglourious Basterds ist auch von dem. Ja, okay, aber... Ich hab noch die Kill Bill Map für Turtlefuckers. Erst ein bisschen falsch abgesprungen, fällt mir gerade auf. Oder? Ja, voll, wir sind falsch abgesprungen. Was zum Teufel machen wir hier, Fidi? Was gibst du mir die Schuld? Wir sind richtig gewesen, so Freund. Alter, what the hell? Da bin ich mal kurz AFK. Was zum Fuck machen wir hier, Alter? Ja, wir waren voll richtig unterwegs. Ich hab grad keine Map offen, deswegen... Mach hier alles blind, du. Scheiße, Mann. At the end of every week, each one of us becomes the freak. Wirklich. Voll, wir waren die ganze Zeit richtig unterwegs. Scheiße, Mann. Schreibt mich jetzt in Skype an, oder?
Ist das eigentlich Zilat Arena? Was? Oder ist das Kopf? Ist Originalzone. Zilat war alles, was nach dem Punkt hier kommen ist. Weil eigentlich war ja die Shadowlord Story das Ende von der Original Final Fantasy 11 Ära. Danach ist ja mit Zilat sind dann die weiteren Missionen kommen mit den Zilat-Brüdern, mit Eldan Arch und Camelonard. Das hat sich ja dann so weiterentwickelt auf Zilat. Das Ende von der Sandy, also von den Missionen her, war ja das gegen die Beastmans dann. Ich renne gerade in die falsche Richtung, fällt mir gerade auf. Hm. Na Blödsinn! Ich renne die richtige. Wir haben schon Map gewechselt, oder? Wir haben schon Map gewechselt. Ich bin schon komplett verwirrt. Aber das hat ja keiner von uns gesehen, weil die Originalstory hat es nur in Japan gegeben. Da war das Level Cap auch noch Level 50. Das war vor Ives und dem ganzen Shit. Das heißt, diese Musik, die hier läuft, ist auch noch Vanilla. Ja, ja. Voll Retro, Junge. Genau, da kommt so ein 8-Bit-Tune. So, wieder da. Jo. Da bleibst du einfach nur in der Mitte stehen. Ist automatisch teleportiert. Ist aber zeitabhängig. Also, BCNM-Logo. Ja, ist es hier. Das ist das Beastman-Logo. Das Burning Cycle. Nicht teleportiert worden? Nee. Hm. Ich bin nochmal runter und wieder drauf. Na, bleib drauf. Jetzt bin ich irgendwo. Mhm. Ah, da. Cool. Der Teleporter teleportiert dich nur an gewissen Zeiten. Ich glaube 10, 15er Zeiten und 5er Zeiten, aber bin mir gerade nicht sicher. Schon mal her.
Tell it to my heart. Tell it to my heart. Mach dich gleich Kickbox-Banane, oder? Wait until JP midnight to be teleported. Na, irgendein System hat der Teleporter gehabt, aber es ist, ich glaube, es waren nur gerade Zeiten. Irgendwann habe ich es einmal gewusst, aber es ist schon zu lange her. So, da hast du einen Kristall, Phoebe. Danach gehst du durch die Tür durch und danach gehst du über die lange Brücke drüber. Ist doch gar nicht so lange her, oder? Ja, als wir in der Vergangenheit hier waren. In der Gegenwart warst du hier noch nicht. Also, eigentlich warst du hier in der Gegenwart schon, aber zu einer Zeit, wo es den Kristall hier noch nicht gegeben hat. Und das Teleportieren mit Kristall noch nicht möglich war. Shadow Lord Kampf hast du hier genauso gemacht. Vor allen Dingen Room. Ja, der Throne Room, der wird ja auch als der Raum da vorne bezeichnet. Weil da auch ein Thron steht. So, wir nehmen die Slug mit. Ich muss das kurz aufrufen, die Seite, damit ich weiß, welcher Gegner das war. Aber auf jeden Fall keineswegs den Beastmaster den Summoner angreifen. Kein Scheiß. Nicht den Summoner töten. Ja, der ab 75% wird, also bei 75% ist, heißt das schon bei uns. Spider-Sense ist ein Tingeling! Ich trade mal den Orb dagegen. Der Summoner heißt dann Duke Dantalian. Ich mach mal auf normal, weil auf hart ist mir das zu hart. Besonders Kindreds. Die Sache ist, ich komme auch nicht, auf jeden Fall nicht nach vorne gehen, wenn ihr drin seid. Weil ich komme nicht dazu, mein Pet auf die Viecher zu schicken, bevor ich nicht auf die Viecher gehe. So, wo ist der Duke? Der sollte ganz rechts sein, ja, da wo das Element ist. Der ist No-Go. Wen machen wir zuerst? Wir machen von links nach rechts. Also, du. Es ist wurscht, die Order ist wurscht, aber wir fangen auf jeden Fall mit dem ganzen linken an. Weil das ist der Black Mage. Den will ich weg haben. Das erste, was ich jetzt mal machen muss, ich muss reinrennen und die Schläge kassieren.
Das heißt, ihr rennt noch nicht mit mir mit. Bleibt kurz da hinten stehen. Sonst kriegt ihr nämlich ich auch kann noch lange hier stehen bleiben. Oh Gott, wo bleiben die Heals ab? So knapp. Ich hab auch mein Q4 hingeworfen. Naja, ne, es kann sehr knapp werden. Das, was ich hier mache. So, wie viel Leben hat jetzt der Ding? 92%, okay. Ja, wir müssen die jetzt auf reguläre Art und Weise töten, sag ich mal. Ich kann mein Pet nur so und so oft befehlen anzugreifen, weil sonst nimmt er vielleicht zu viel Schaden am Summoner. Das wäre schlecht für uns. Sag mal, wenn ein Bench angreifen kann, ne? Ja, du kannst schon angreifen auf dem Blackmage. Das ist der Amdus Gias, ne? Ja, du kannst doch auf mir Assist machen. Oder. Das will ich nicht. Fokus Target Boss. Andromialius. Dann am Dantalian. Duke. Ah, Marshall Assist. Das war er. Oha, ich habe sich die falschen angegriffen. Aber ich habe es überlebt. Ich weiß, wer es nicht überlebt hat. Kannst du erase me? Ja. Weißt du, der erzählt uns hier eine halbe Stunde Geschichte von dem ja. Zusammen angreifen. Ich hab ursichtlich den Zusammen angegriffen. Du bist ein Dödel, ey. Ich war die ganze Zeit auf rechts fokussiert, dass ich irgendwie auf den plötzlich kommen bin. Ich weiß nicht wieso. Ja, links und rechts ist auch immer so eine Sache, ne? Ja, wirklich, ja. Du bist so hart gefickt, ey. Ah, sehr froh, schau, wir haben den hinter uns. Schlimmeres kann jetzt nicht mehr kommen. Grand Marquis Comil. Mein Kill. Please. Wieder nur zwei Trap. Ja, das lootet sie auf jeden Fall wieder. Loot ich auch die Chapter 2? Ja, natürlich. Dieses Windfevel und diesen White Rock, den brauchst du nicht looten, gell? Das Zeug ist nichts wert. Selbst bei mir bis sie nicht. Ich passe wie immer alles, ich brauche das nicht mehr. So, gehen wir wieder zum Eingang.
hast du an beiden ausgelootet, Skin? Oder? Nein, du hast gar nicht mitgelootet. Ich hab die gepasst. So. So, der nächste darf traden gegen die Tür. Es gibt eh nur einen Kampf zum Auswählen, das ist Kindred, irgendwas. Auf jeden Fall auf normal. Ah, ich muss meine Füße ein bisschen am Tisch legen. Ich glaube, ich sollte langsam anfangen beim Fernsehen. Ich trade dann, ne? Jo. Ich sollte, glaube ich, langsam anfangen beim Fernsehbrett zu zocken mit der Wireless das dazu und mit der Wireless Maus. Kindred Spirits, normal, ne? Ja, genau. Gott, ich brauche 15 Zweier, sehe ich gerade, wenn ich beide Bodies upgraden will. To the Mock Cave. Ja, ist ja kein Problem. Komm mal öfters her. Ist nicht so, als würde das wirklich irgendwie anstrengend sein, da herzukommen. Ja, jetzt haben wir alle den Kristall. Ja. Okay, diesmal schauen wir halt, dass wir den Summer noch nicht machen, weil diese Runde haben wir Glück gehabt, aber es hätte doch genau anders. Weißt du, der sagt wir. Moment, Andi, bevor du wieder irgendwelche halsbrecherischen Aktionen machst, kriegst du noch einen Phalanx. Ja, das wäre überhaupt hilfreich, wenn du uns drei einen Phalanx gibst. Ja, mache ich eh, nur du bist das letzte Mal zu schnell losgerannt. Ich nehme die Runde schon tot mit. So, Fidi, halt dein Heal wieder ready. Ich geh rein. Immer so scheiße knapp in dem Kampf, ich hasse es. Oh, wieso kriegst du denn? Unweak. Achso. Kann man angreifen? Ja. Nicht vergessen, Duke, dann Talial, nicht. Ich mach nur Assist, dann kann ich es immer auf dich schieben. Ja, ja, du machst Assist, genau. Wenn der tot ist, nicht mehr angreifen. Den Rest macht dann mein Pet. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Ihr bleibt hinten bei der Eingangstür.
Jetzt müssen wir eigentlich nur warten, bis Astral Flow kommen ist. Das Problem ist, wann das kommt, das kann ich nicht genau sagen, weil aus der Distanz sehe ich das nicht. Wenn dein Pet weg ist, weiß das. Na, mein Pet stirbt schon nicht. Nicht so schnell. Echt? Jedenfalls. Überlebt das das? Ja. Was? Es hat genug Leben dafür. Ich sag mal so, ich gehe in der Zwischenzeit meinen Aschenbecher ausleeren, mach noch zwei Schlücke von meinem Bier und dann schau ich mal. Da kommt was angewandt. Was macht der hier, Astral Flow? Was kommt da? Was kommt da angerannt? Der Duke. Alter, was kommt der angerannt? wirklich? Wieso ist der daher? Greift der bitte an? Was ist mit meinem Pet? Wo ist mein Pet? Dein Pet ist hier hingerannt und der Duke hinterher. Okay, interessant. Sag das deinem Pet, das soll das nicht nochmal machen. Vielleicht hat er schon Astral Flow gemacht, ich weiß es nicht. Ich renne einfach wieder weg. Ich hab mein Leben schon an mir vorbeiziehen sehen. Hat so einen Film gesehen, wie er als Kind geschaukelt ist. Ich bleib jetzt nochmal da auf 40 Meter stehen, dann sehe ich nämlich noch die Leben von meinem Pet. So von den Leben her, was mein Pet hat, kann er unmöglich Astral Flow gemacht haben. Wurscht, spätestens bei 50% schaue ich mal rauf. Solange ich nicht sterbe, kann ich alle raisen. Ja, ja, das weiß wir ich nicht. Wir können das auch so Fastcast-mäßig machen wie eben. So. Der Ava hat immer damals Web-Skills und Ms mit Chainspell und Zusemi getankt. What the fuck, Alter? Ach Moment, ich muss doch noch eigentlich Ding weitermachen, ne? Ich schau mal ganz kurz. Andi. Was musst du heute machen? Muss ich mir wieder so ein Ding holen von Horst oder der Nebenhorst und dann nochmal nach Gufim, ne? Ja, ja, du musst es noch beenden. Ja, anscheinend hat er schon Astral Flow gemacht und deswegen ist vielleicht mein Pet zu mir gekommen. Aber es wundert mich, weil mein Pet ziemlich wenig Leben verloren hat. Was ist das jetzt? Die berühmten letzten Worte? Ja! Und wirklich, Alter. Du weißt, dass wenn du stirbst, wir auch sterben, ne? Genau, schickt Skinwalker vor, bei dem ist nicht so schlimm. Ach, der hat doch nur 8%. Aber ist wurscht, der hat Astral Flow schon gemacht. Wo ist mein Eagle Eye Shot? Mario schreibt gerade so, ich bin schon so excited wegen BDO, Fidi kann schon mal anfangen, die SF-Seite umzumodeln und auf BDO zu wechseln. Back to Basics. Damals Kingloaf, Fidi. Ganz wichtig, gell? Was denn? Damals Kingloaf sind wieder drin, ganz wichtig, gell? Und ja, deine Ram-Tails nicht vergessen. Alle looten? Natürlich. Solltest du weniger looten? Weiß nicht. Vielleicht brauchst du nicht auch welche. Du brauchst 20 Stück. Ja, keine Sorge, wir holen noch alle. Den Orb, was ich reingebe, da könnt ihr gemeinsam gern looten. Auf die Orbs, die was ihr reingebt, da lootet ihr halt selber. Ich krieg wahrscheinlich wieder keinen Treasure. So! Voll geil, Fidi, wir machen. Gestern oder vorgestern so ein Kampf. Urepisch, urschwer. Komm mal raus aus dem Kampf, kein Treasure. Ach so. Ja, GM anschreiben. Gib mir Treasure. Fuck it, Alter. Bis der sich meldet und der den Treasure hergegeben hat, habe ich den Kampf schon wieder 20 Mal gemacht. Na gut, Skin. Weißt du, dein Orb darfst wieder droppen, Fidi, gell? Ich droppe jetzt meinen Orb. Ach ja. Bevor ich es wieder vergesse.
besten ist direkt nach dem Verwenden einfach Job. Ja, ich renne schon wieder die ganze Zeit mit dem Aptitude-Mantel rum. Ich muss aufhören, das zu machen. Aber mich anscheißen, wenn ich's mache. Ich bin Dank der Beastmaster, ich darf das. Welche Schwierigkeit haben wir genommen? Normal. Very difficult. Ja, wirklich. Macht da Astral voll und ganze Castle 2 explodiert. Schreit dann immer Astralflo, da geht's so: Hallo Akbar! Hallo Akbar! Die ganze Zone ist weg, oder? Wenn du von draußen rein, sonst einfach nur weiß. Schau! Ground Zero. Run and run we go! So viel die wieder schön voll langsam machen, gell? Wollte ich. Erstmal läuft mein Manko durch. Dass die auch so üble Agar-Spells machen, die sind Level 109, die Gegner. Aber der Black Mage fickt einen so hart. So, was geht denn Scheiße? Die Runde haben es nicht so arge Skills gemacht. Also das Element, das zaubert gleich mal viel so nicht. Ich greife den Black Mage an, ne? Ja, ja. Das Geile ist, mein Pet greift gerade die ganze Zeit den Summoner an. Er soll nicht den Summoner angreifen. Wir sterben alle. Element machen wir noch down. Schicke ich mein Pet wieder auf die große Reise. Oh, hat wieder Herzinfarkt gekriegt. Oha, der hat schon nur mal 76%. Wahrscheinlich greife ich das Ding jetzt genau an. Einmal und dann gehe ich so hart down. Bin schon weg.
Oh Mann, mein Pet hat volle Leben. Hat immer noch volle Leben. Noch voller Lip. Ja, da musst du gerade abgeht. Alter. Jetzt hat er Leben verloren. 7% auf einmal. Ja, das war ja, ist Shiva. Alter, wie viel HP hat denn ein Pet? Das ist ein Tankpet. 5.800? Na, 5. Irgend sowas. Ja, aber es hat auch sehr hohe Verteidigung. Ah, von dem Schwert die 119er Version verwenden, Blue Mage das ganz gern. Braucht das einer von euch, das Schwert? Ah, ich brauch da gar nichts von. 109er Zeug brauch ich allgemein nicht. Geh ich besseres für Sparks. Ah, wir müssen wieder zurück. Brauchst aber nicht warpen, du brauchst nur da bei der Tür rausgehen. Ja. Fidi hat ja deine Chapters weggelootet. Ja, wie? Ich dachte, wir holen eh alle. Ja, eh. Machen wir eh, aber. Voll nee. Ninja. Ohne Quatsch. Wo bin ich? So voll bin ich. Ninja. Finde ich geil. Wieder nach Port hier nur zurück. Das ist direkt. hast du eh schon gefunden. Was denn? Port hier nur? Ja, Port hier nur. Nicht vergessen, die alten Orbs droppen. Damit ihr euch neu hochgehört. Fidi, du kannst zum Moni-Set dabei gehen. Du kannst da schon das neue Equip-Stück holen. Das 109er. Wir machen gleich den nächsten. Hat die das fertig? Ja. Wie viel Buddy Chapter hast du jetzt schon für die? Buddy Chapter? Ram Tales Chapter 2. Himmel Items. Wenn du nämlich nicht genug hast, machen wir den Hut gleich auf 119, falls die Gegenstände vorhanden sind. Und machen den Buddy danach. Ram Tales Chapter 2, 13. Okay, dann machst du den Buddy zuerst. Das heißt, drück, Chats. Erstmal auf Munisette. Ja, genau. Vivitation Chapeau. Ja, genau. Den hebst du dabei auf. Jetzt wieder untraden, ne? Jetzt tradest du, genau. Den Duelist Tabat, den Buddy halt. Ja. Na, warte, was mache ich gerade? Achso, Blödsinn, Entschuldigung, du musst wieder 2 M Silver Piece kaufen gehen. Oha. Gib das Geld aus, was ich dir geschenkt habe. Verdammte Scheiße.
Mach so viel wie Skinny, der gibt sein Geld auch einfach für Bögen aus, die er nicht verwendet. Manchmal schenke ich es einfach den Armen. Ja, schau. Der einfach eine Million für einen Bogen aus, den er nicht verwenden kann, oder? Irgendwann. Irgendwann, ja. Ich brauch so ein scheiß Angel Orb Skin Gedöns, Kack. Kann ich nämlich mal Bock. M.Silver, please, ne? Dieses Angel Skin. Ja, ja. Zwei Stück Post wieder. Dieses Angel Skin Orb. Ich kenne Angel Skin, das kann man fischen, aber das Orb kenne ich nicht. Das kannst du craften daraus. Okay. Ach so, na dann. Das ist halt das einzige Item, was mir noch fehlt fürs 80er Gobby Pack. Hast du eine Lushang Fishing Rod? Woher denn? Nicht mal so ein bisschen. Angel Skin ist nämlich ein Rare Mate vom Fischen. Ja, ich kenne auch keinen großen. Kannst du nur shouten. Also yellen. Yellen kannst, ob vielleicht irgendwer hat. So, jetzt tradest du ja. Buddy, Ram Tales Chapter 2x10. Griffenheit. Warte, das war 10. Zwei Silver Pieces, ne? Mhm. Buddy. Was? Dualists Tabarat. Ja. Griffenheit. Einmal Borofieber. Borofieber? Mal Borofieber, Alter. Ich geh schon mal wieder zurück, ne? So. Ich hol mir jetzt auch den Orb. Thanks for actually bringing what I told you to. Und die restlichen Sachen, erstens braucht man da wieder ein bisschen mehr Griffenheit bei dir. Und die restlichen machen wir dann mit XP. Also das heißt, wir geben da kein extra Geld aus für. Da waren wir wieder sparsam. Ja, erstens gibt's keine Griffenheits mehr. Zweitens, ja. Ich bin schon wieder beim falschen NPC, glaube ich. Scheiße, halt die Schnauze. Makrokosmic Orb. Genau. Ich bin schon wieder beim falschen NPC, das gibt's ja nicht, Alter. Wieso krieg ich immer den an? Guck mal, hinter dir steht Psychopath. Ja, ich weiß, der. Ich glaube, der ist in einer von meiner Link-Shells gewesen. Oder ist vielleicht noch dort. Travel to another home point. Valedonia. Asasawaki. Yes, please. Mark Fuckerberg. Das heißt, viel, du brauchst noch 7 Chapters und Skin, was brauchst du? 6, glaube ich. Okay, das geht sich locker aus mit dem, was wir haben. Ja, nach der Runde muss ich auch laufen. Ne? Was? Arbeit und so. Ja, Alter, ich stehe um 20 vor. Wie spät 20 ist vor 5 auf. Hast du eh mehr als 7 Stunden Schlaf? Alter, heute war ich so unendlich müde auf der Arbeit. Ja, das hat Arbeit so an sich. Ich bin noch nie in der Arbeit gewesen und gesagt, hui, ich bin fit. Ich bin immer der Erste, der in der Runde geht. Ja, aber du hast Arbeit, wo du dich bewegen kannst. Alter, ich sitze. Ja, stimmt. Und starr auf zwei Bildschirme. Das ist voll brutal, wenn du müde wirst. So. So, und morgen hol mal 16-7er, ne? 16-7er. Ich trade schon mal. Weißt du Bescheid, ne? Schon. Ich muss das noch ausnutzen, dass du noch frei hast. Nächste Woche ist wieder alles anders. Ja, bin so daheim, aber.
Ich weiß noch nicht meine. Ich kenne dann noch nicht meine Schlafenszeit. Es kann durchaus sein, dass ich um 4 Uhr in der Früh oder früher aufwachen muss. Ja, genau. Dann musst du auch früh ins Bett. Deswegen werde ich alles aus dir rausquetschen, was ich noch kann diese Woche. Aber je nachdem, weil ich eine Gleitzeit habe, je nachdem, was ich mit meinem Team regeln kann, sage ich ja, ich komme und die Uhrzeit passt schon. Ja, Gleitzeit ist schön. Ja, nur wenn man im Team arbeitet, muss man darauf achten. Dass die anderen nicht stärker sind als du. Dass man nicht das Arschloch ist und sagt, ja, ich komme in die Uhrzeit, fick den Rest. Ach, so. Ihr seid schon fertig. Das ist ja, schön. Schon. Ja, ja. Wir sind einfach so. Alter. Ich will die ganze Zeit den Summon an. Ich will sowas nicht hören. Ich sollte lieber Heal auf mein Viech machen. Das Ding nochmal angreift, dass sie mir richtig im Arsch. Ich will weg! Ich will weg! Ich will sofort weg hier! Mal schon, ne? Ja. Oh.
Titelblatt wieder aufheben, gell? Das braucht man ab und zu.